Ihr drei, mitkommen. Da vorne im Wagen. Helft mit abladen. Los jetzt. Zackig, zackig. Und schmeißt die Tür wieder zu, schiebt den Riegel davor. Und schaut, dass sich Slaven wirklich da Richtung Wagen gehen, um dann hier oben nach hinzugehen. Und er will ganz gerne hier auch noch ganz gerne irgendwie drei, vier Leute raushaben. Damit er auch A, seine Neugier befriedigen kann, alles gesehen hat. Ja, das ist quasi genau das gleiche in Grün. Ähnliche Sklaven, die da rumstehen, auch der gleiche Stehen. Ja, Dämon. du! Hast du jetzt gerade kopiert oder was? Nee, ich habe die Visible to Players gemacht. Achso, Entschuldigung. Gar kein Problem, also greif dir einfach Sklaven raus, die du haben willst, die sind eh immer die gleichen, also irgendwelche generischen. Ihr fünf, mitkommen! Da, der Wagen, entladen, los, hopp, 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 hopp! Nicht Ja, so sie langsam, nicht so langsam! machen großen Bogen um die Boronsräder, die hier stehen, und fangen dann an mit dem Abladen. Du weißt dann auch, gucken sich die Kisten an. Waffenkisten kommen dann in die eine Richtung zur Kaserne der Gardisten, und ja, Essen habt ihr wie gesagt nicht dabei. Zumindest Er das, wirft was ihr erstmal dann. ganz faul auf diese Kiste drauf, hofft erstmal, dass er jetzt vielleicht nicht sofort ermahnt wird und setzt sich einfach mal drauf und schaut mal nach, wie die Sklaven da arbeiten. Ja, alles klar. Ephadaios ist das auch irgendwo lang gegangen. Was tust du? Genau, ich habe den Moody mit dem Wagen hier nach oben geführt zu den Stallungen und werde den hier durchs Tor, entweder wo es halt ist, dort reinführen. Gut. So. Versorgen wir erstmal dich. So, Stall und Scheune. Der Bau ist etwa 6x12 Schritt groß und ein Stallgeschoss mit einem Heuboden. Hier kannst du sehen, wie Heu und Hafer für Packtiere gelagert wird, und es gibt hier auch einige Ziegen, Hühner und Schweine, die hier gehalten werden, die aber ebenso verdreckt sind, und niemand macht sich die Mühe, diese Tiere wirklich zu versorgen oder ihre Ausdünstungen, ja, zu entfernen. Du kannst noch ein paar Reste von Vorräten erkennen, Zaumzeug, ein paar Hacken, die dann für den Garten geeignet sind, nicht so sehr für die Minenarbeit, aber das ist quasi auch alles, was sich hier finden lässt, und dann führst du das Tier durch einen kleinen weiteren Stall und kannst es dann irgendwo in der Mitte anbinden, wo es dann eingezäunt in diesem Areal verbleibt. Ich hole ihm noch ein bisschen Futter und dabei schaue ich halt, ob hier überhaupt irgendjemand anderes in diesem Gebäude mit drin ist. In dem Gebäude nicht, nein. Also es stinkt hier widerwärtig und ja klar, Sklaven kannst du hier hinschicken, die dann irgendwas sauber machen sollen, aber warum sollte sich ein Kamordgardist dann hier aufhalten? Ja, ich straxe nochmal durch den Garten, schaue mich hier hinten um, wie vor allem halt, ob man hier irgendwie rauslaufen könnte oder so. Das Wasser hier oben ist, weiß ich ja gar nicht. Die könnte sich jetzt verstecken oder sie könnte ihm auch offensichtlich ein paar Zeichen geben. Wenn Wascher sich oben mal umschaut, kannst du sehen, dass ein Gardist dort gerade aufwählt. Das ist auf alle Fälle das Muli, was euch jetzt vorhin gehörte, was euch jetzt den ganzen Tag begleitet hat. Das kannst du auf alle Fälle erkennen. Einfach da aus unter dem Helm, da kannst du erstmal nicht erkennen, aber vielleicht ist es eben einer von euch. Die Sklaven kannst du hier nicht erkennen, also die sind eben alle eingepfercht, und hier gibt es nur weitere Rinder und Esel, die hier herumstehen. Also an sich könntest du dich denn von deiner Position wegbewegen und ihm ein Zeichen geben, wenn du willst, oder du lässt es halt bleiben. Da es so nicht abgemacht war, würde ich da weiterbleiben. So. Gut. Ja, ich werde dann irgendwann hier außen rum den Weg zurück machen und mir dabei einmal den Mineneingang anschauen. Ja, der Mineingang ist wie gesagt ein zweiflügeliges Portal, eine Eingangssohle, die hier das Innere des Berges verschließt. Es ist ziemlich groß und das Tor selbst besteht. Kennst du dich wirklich mit Metallen aus? Ist es irgendeine Art Metall? Nee, mit Metallen nicht, nee. Bist du nicht ganz sicher? Rodrigo kann, beziehungsweise alle können jetzt erkennen, wenn ihr euch die Sklaven beseht, alle leiden sie sehr unter Haarausfall. Oder wenn sie noch ihre Haare besitzen, könnt ihr sehen, dass ihre Augen trüb sind, leicht ergraut und sie sich sehr unsicher bewegen. Es kann auch sein, dass einige Farbänderungen ihrer Haut danach vortreten. Einige sind vielleicht gar nicht so sehr thulamidisch, sondern eher mittelreichisch, aber auch ihre Haut hat sich nicht wirklich schwarz verfärbt, aber dunkel. Dunkel, ja. Kann man nicht ganz so in Worte fassen. Sie sind auf alle Fälle krank und das ist für alle ersichtlich. Ja, Was möchte Brindigian tun? dann wird Beziehungsweise Brücke hauptgefreiter frei. Alrik? Ja, Hauptgefreiter Eiri, nachdem er keine Anweisung bekommen hat, bleibt auf jeden Fall erstmal am Karren.
Tut so ein bisschen, als ob er das beaufsichtigt, aber schaut sich in erster Linie auch erstmal so generell auf dem ganzen Platz so ein bisschen genauer um, was man so von außen noch erkennt. Ja, wie gesagt, es gab zwei Brunnen, die hatte ich euch aber auch vorher schon, glaube ich, gezeigt. Der sollte ja nicht visible sein, ne? Ja. Ja. Genau, hier ist ein Brunnen, da ist ein Brunnen. Die Sklavenbarrikaden hatte ich euch schon einmal aufgedeckt. Hier eine Schmiede, die ist, wie gesagt, stillgelegt, also da kommt kein Rauch oder Dampf raus oder sowas. Und hier die Kaserne. Weitere Kisten, die hier herumstehen, Holzkisten und ein weiterer Karren, der hier steht. Aber ansonsten gibt es hier nicht wirklich viel von Interesse. Das Tor hier oben ist verschlossen. Und ja, die Elfe, die hier so überhaupt nicht hinpasst, schaut euch belustigt zu. Sie wirkt sehr... Sie passt nicht in diese Szenerie rein. Sie ist ziemlich hübsch und grazil. Sie trägt zwar rot und schwarz, aber die wallenden Heshtor-Team, die dir höchstwahrscheinlich bekannt sind, ja. Mit Sicherheit. Sie wirkt sehr unreal, wenn sie so neben ihren beiden Leibwächtern steht. Ja, dann gibt es weiteres Gekreische von draußen. Und nach einiger Zeit könnt ihr den riesigen Karakil von Dorkstein wieder erkennen, der dann wie ein Gott, wie ein Halbgott auf dem Karakil hier wieder landet. Und dann vom Rücken des Tieres oder dieses Dämons heruntersteigt. Als wäre es nichts. Eine riesige Gestalt. Eine weitere Mutprobe, bitte. Verkack ich's. Auch nicht. Wie gut, dass du gesteigert hast. Oh oh. Ja, die Leute, die ihr mitgenommen habt, Dynar und Potro sind unglaublich still. Ihr könnt jetzt aber sehen, wie an Hocks Bein Pisse herunterrinnt. Und er hier gerade, er steht neben dem Wagen, versucht sich noch so ein bisschen an das Wagenrad zu pirschen, damit man das nicht unbedingt sieht, wenn es jetzt an seinem Bein heruntertropft. Ich geh mal zu denen hin. Und geben jeden von beiden einen Tritt. Einmal, ihr Pisser, steht hier nicht rum und stemmt euch die Beine in den Bauch. Besorgt euch was zu essen und haut euch aufs Ohr. Los! Ja, ja, jawohl, Herr Feldwaibel. Die gehen dann ja grob in diese Richtung. Hast du alle angesprochen? Die durchschnittlichen Söldner hinten, die grün markierten. Okay, alle einmal ab. Seid ihr nochmal an. Alleine. Glimmerdeck, Diek. Wie sieht's denn aus? Man hat uns gesagt, wir kriegen hier oben nochmal Befehle. Ansonsten sollen wir uns auf den Heimweg machen. Scheiße, was ihr bleibt hier? Bleiben hier? Gut. Klar. Wer hat euch denn die Befehle, wer hat euch denn die Befehle drüben in Tuzak gegeben? Raya oder was? Nee, hier. Also da wird munter das Ding unterschrieben. Aber ich weiß gar nicht, wie der hieß, der sie uns gegeben hat. Wer? General. Dapodmund, Herr. Hat Rayo Babraka die Hosen gar nicht mehr an, oder was? Ich gut, weiß es nicht, ich bin noch nicht lange hier. Gut, dass er ersetzt wurde. Ist mir aber auch scheißegal, was entweder Babraka oder Dapodmund euch gesagt hat. Ihr bleibt hier. Alles klar, die Jungs unten im Tuzak haben uns gesagt, hier oben wird ausgelöst, gelost, wer wieder zurück darf. Genau so ist es. Und Rigo trommelt ein wenig, beziehungsweise Aurelio trommelt ein wenig mit den Füßen auf die, an die Holzkiste dran, um zu hören, wie schwer und wie voll die wohl ist. Wackelt ein wenig mit dem Hintern auf der Holzkiste sitzend und ja, will einfach nur wie eine hibbelige Furt ein wenig wirken, ohne dabei aber jetzt hier laut aufmerksam zu machen. Also das heißt, das Gegentreten mit den Füßen macht er recht leise. Das ist mehr wie so eine Art Beschäftigungstherapie, kann man das von außen halten. In Wirklichkeit will er aber wissen, wie voll die Kiste wohl ist, wie werden sie sich wohl, wie gut sie sich wohl bewegt, wenn man darauf so ein bisschen hin und her wickelt. Mit seinem Hintern. Gute Idee. Du willst es also echt nicht so laut machen, sondern
Okay. Wenn ich jetzt irgendwie so auf den Tisch mache, dann hört man das ja jetzt hier auf ungefähr 10, 15 Meter gar nicht mehr. Aber Rodrigo hört dann eben, was die Kiste an hohlen Geräuschen macht. Okay. Er hofft okay. damit abzuschätzen, was wohl in der Kiste drin ist. Ist das alles, Sinnschärfe? Ja, alles klar. Sinnschärfe auf Hören und ich erschwere sie dir erstmal um 3, weil du es leise machen willst. Also ist halt jetzt so abwägen zwischen laut und leise. Ne? Wenn du laut genug bist, dann kannst du halt auch eine Erleichterung kriegen, meinetwegen. Aber dann kriegst du auf alle Fälle Ärger mit den anderen. Erstmal versucht das so, wenn er damit nicht abschätzen kann, dann würde er irgendwie vielleicht die Tage das noch, also nochmal die Tage probieren. Also sie ist voll und es ist metallisch, also Holz gegen Metall kannst du hören. Macht gleich das Klong Klong, ist in Ordnung für ihn. Dann wird er sozusagen danach auch wieder ein bisschen ruhiger werden, er will ja schließlich nicht Aufmerksamkeit erzeugen. Alles klar. Gut. Wir werden dann den Sheet abladen, wenn wir keine weiteren Befehle kriegen, zumindest wenn die alle an allem, was noch hier rumsteht, dann beordern, bestenfalls nur noch so hauen. Wie äußert sich die misslungene Mutprobe von Brindici an? Also ich werde auf jeden Fall erstmal ein paar Schritt von dem, ja, von dem Gelandeten da weggehen. Ja, versuche mich aber so weit es geht zu kontrollieren, also. Wenn er nicht hört, also nicht antwortet, packe ich ihn beim Kragen. Ja, und dann ziehe ich ihn hinter mir her, zumindest die ersten paar Schritte, bis er dann wieder von selbst anfängt zu laufen in Richtung der Küche. Okay. Geh schon. Verdammter Frischlinge. Bruder. Rodrigo wird hier so ein bisschen die Sklaven immer so ein bisschen anschreien. Los jetzt hier da, darüber die. Nein, nicht darüber die Kiste. Ach du Idiot! Gut. Dann eine Einschüchterungsprobe von dir. Sie ist mit der Rüstung erleichtert um 5. Einschüchtern müsste ja sein eine Überredenprobe mit der Spezialisierung, falls du eine hast, oder wenn du sie nicht hast, dann eben nur erleichtert um 5, sonst um 7. 15 Sterne übrig. Jo, dann scheuchst du die Sklaven, einige fallen auch hin, schlagen sich das Knie auf, stehen aber sofort wieder auf, entschuldigen sich auch bei dir dafür, dass sie hingefallen sind. Und los, jetzt laber nicht, lauf! Ja, kannst auch sehen, wie sie teilweise dann auch wegweichen. Also sie können teilweise gar nicht so gut hören, das kannst du auch feststellen, nicht so gut sehen, aber sie versuchen trotzdem dir zu gehorchen. Laufen also hin und her und ja, brechen teilweise dann danach auch sehr zusammen. Der Wagen ist schnell entladen. Ephadaios, was tust du? Ich werde mir einmal diesen Knochenhaufen hier ansehen und dann den Weg drumherum machen zu den Kamortgardisten, die hier drüben stehen. Ja, die sind dann teilweise dann auch wieder zurück auf dem Weg zu den Affen, aber wenn du dann ihnen entgegentrittst, dann bleiben sie kurz stehen. Bruder. Seid ihr gerade im Dienst? Klar, wir sind immer im Dienst. Das wirst du noch schnell lernen, hier gibt's keinen Dienst frei. Ja, außer wenn ich hier einen Strohhalm zurückziehe, aber naja, da möchte ich erstmal nicht wieder raus. Was ist denn mit deinem Bart los, Junge? Boah, ich frag mich nicht, ey. Ich habe mir schön blutrot eingefärbt, ne? Du wisst schon, wir wurden ja auf dem Weg hierher ein paar Mal überfallen von den Maden da draußen. Und naja, scheinbar kann ich zaubern. Hat mir zumindest jemand gesagt und ich glaube, deshalb verfärbt sich mein Bart hier gerade. Du kannst zaubern? Da solltest du dich vielleicht mal bei Perdido melden. Vielleicht wirst du wieder zurückgeschickt. Ist das jetzt auf der Reise passiert, oder was? Boah, Also, es heißt, ich hätte diese Zauberkraft in mir, aber gezaubert habe ich noch nie. Und seit wann ich das habe, also hier, die Waffe hier, die habe ich ist von einem toten Eferdi. Vielleicht ist es irgendwie eine Belohnung für so eine Tat. Keine Ahnung, aber er deutet einmal über den Platz hinüber. Azariel ist gerade da, die kann dich ja mal angucken und wenn du Glück hast, dann wirst du gleich mitgenommen. Entweder wirst du zurück nach Tutsak geschickt oder gleich nach Jagan und kann sein, dass Helme Hafax dann dich persönlich haben will oder sowas oder Raibo Brabaka, keine Ahnung. Oder Nedim Majida, kein Plan. Was macht ihr überhaupt hier? Das ist, Spitzohr, oder nicht? Was? Azariel?
Keine Ahnung, musst du Perdido fragen. Ist vor kurzem hier erschienen und hat sich vorhin nochmal mit Perdido gestritten. Ist keine gute Idee, Mann. Die Typen Okay. sind. Er wird ein bisschen leiser. Die bilden so einen echten kleinen Kreis und kannst auch hören, wie die Stimmen gedämpfter werden und sie wohl nicht in Richtung von Osko und Lolgrim gucken. Die Typen sind echt verrückt, Mann. Da musst du aufpassen. Du meinst den ganzen Chor, oder? Ja, die Endurium-Garde. Endurium-Korf. Direkt von Nachwachsmann. Hat die persönlich ausgewählt. Die sind richtig was? Verrückt. Warum sagst du das hier? Herr Dido, duzt du den oder was? Ja, ist halt auch einer von uns irgendwie so, aber. Also, die waren mal bei der Garde, aber. Keine Ahnung. Also, er ist halt. Ich weiß nicht, ob der irgendwie sowas wie ein Rangsymbol hat, Mann. Der ist einfach. Ist eine Entität. Ist, kennst du Belharion? Ich habe ihn mal gesehen, aber. Ja. Also, mehr auch nicht. Du musst dir Perdido so vorstellen, wir sind. Ich habe mal gesehen, wie er in den Wald gesprungen ist von seinem Karak hier. Da haben die Maden haben angegriffen. Er sprang rein und er war dann irgendwie verletzt. Kam dann irgendwie zurück. Und er hat dann mit einem Rundumschlag hat er 3 Stück von uns getötet und stand danach wieder wie ein Gott da. Und weiß nicht, das Blut wurde dann von seinem Schwert aufgesogen. Mann, der ist richtig verrückt. Und seine Leute sind genauso durch. Die sitzen seit 5 Jahren sind die hier und die wollen hier gar nicht weg, Mann. Ach, Scheiße. Gesehen, wie er uns eben geholfen hat, als wir draußen angegriffen wurden. Er ist auf seiner Schlange da angeritten gekommen und plötzlich hat sich das Ding irgendwie hat irgendwie so grau gewabert und dann war er weg und dann plötzlich haben diese Maden da draußen angefangen zu schreien und wurden von, ich weiß nicht, aus verschiedenen Richtungen angegriffen. Als wenn er, ja. Von einem Moment plötzlich, ja, man blinzelt und im nächsten Moment ist er ganz woanders. Ja, das ist so sein Ding. Die Plattform, die bindet er immer an den Karakil und dann stellen sich die ganzen, die Blutbrüder stellen sich dann dahin. Die sind vom Templerorden, musst du wissen. Und die stellen sich da rauf und springen dann runter und er hat wohl noch ein paar andere, aber die mögen das hier nicht so. Ich habe gehört, ein Charybdorot-Paktierer oder eine Paktiererin, so eine Hexe mit ein paar wilden Tätowierungen, aber die ist vor ein paar Tagen ist sie abgehauen. Okay. Die haben auch einen riesigen Golem. So aus Holz. Ungefähr so groß. Er deutet dann halt mit seiner Hand nach oben in den Himmel. Bist dir nicht ganz sicher, wie groß das ist, aber er muss wohl riesig sein, so ein Golem. Was auch immer ein Golem ist. Vielleicht hast du mal gehört, dass Kasim darüber gesprochen hat oder Brindijan, aber ansonsten bist du, ja, könnte eine Magiekunde klären, wenn du weißt, was ein Golem ist. Weil das hier ist das, du meinst hier, arbeitet das Viech hier an der Mine oder wo? Nee, keine Ahnung, was sie mit dem machen, aber ich habe das schon, also nicht hier, aber irgendwo in Järgern, das heißt, glaube ich. Wie gesagt, okay. Das ist dann persönliches Korb von Hafax. Er hat auch noch andere. Und naja, wenn ihr die halt nicht hier braucht, dann total durch, sag ich dir. Leg dich nicht mit denen an. Okay. Ich bin übrigens Jalakin. Strecke ihnen meine Hand hin. Ja, sie geben dir auch ihre Panzerhandschuhe und dann kannst du dich dann nochmal ordentlich vorstellen. Sie geben dir auch ihren Namen. Derweil bei Brindijan und Jalan. Ihr öffnet die Tür. Darf ich eine Sache, bevor ich dir stehen lasse, wollte ich da noch eine Sache fragen. Ja. Ihr müsst jetzt gleich wieder los, aber. Boah, scheiße. Ich will jetzt keinen Strohhalm. Stimmt es, dass dieses Metall, was wir hier wegkamen, dass das eine Krankheit auslöst? Ja, klar. Endurium, sehe ich hier, sagen sie. Aber es ist nur unten in der Mine, keine Sorge. Zwinkern sie dir zu. Ja, und wo schlaft ihr hier oben? Also ich möchte nicht neben diesem Zeug hier liegen. In der Kaserne. Dort sind sie mit dem Daumen nach hinten. Einmal über die Schulter. Gut, und dann gehen wir weiter zu den anderen beiden. Ja, Jalan und hoffentlich hinter ihm Brindijan gehen da strammen Schrittes auf die Küche zu. Gut, dann öffnet ihr... Er will auf die Tür zugehen ja. Und da rammt er sich den Fuß gegen die Kiste, die da rumsteht.
und möchte mal hören, was es da so klingt. Wie klingt das? Du machst das dann also einfach mal gegentreten mit deinem Panzerstiefel? So als wäre ich dagegen gelaufen. Ich fluche auch noch laut. Ah, Scheißteil! Ach so, okay. Der Wagen nicht genug gewesen. Ja, erntest ein paar böse Blicke von der Kamot-Garde, also diejenigen, die halt da sind, aber niemand sagt was. In deinem Rücken kannst du spüren, wie du weitere Blicke kassierst, aber das siehst du nicht. Du spürst, wie irgendwas auf der Innenseite gegeneinander rumpelt, aber da ist auf alle Fälle kein Metall drin. Naja, wir suchen ja auch kein Metall. Oder? Wir suchen Erz. Es klingt nicht metallisch, also weder auch Steine oder sowas, Steine sind da auch nicht drin. Okay, also es klingt eher weich. Gedämpft, dumpf, weich. Weich ist gut, ja. Vielleicht Leichenteile. Neben der Küche. Ihr öffnet die Tür und dann könnt ihr einen unglaublich leckeren Geruch von angebratenem Fleisch verspüren. Auf dem Herd stehen Pfannen und Töpfe, ein paar Holzfässer mit einiger Salzkruste. Ihr könnt sehen, wie hier Pfannen aufgebaut sind auf den großen Herdplattformen. Und es riecht auch nach einer kräftigen Soße, die hier wohl in der Luft das Ganze versüßt. Und einige von eurer Mannschaft haben da auch dann schon Platz genommen an einem großen Tisch. Im Inneren gibt es einen Kamortgardist, der hier herumsteht ohne seine Rüstung und wohl kocht. Er ist ein bisschen vernarbt, hat aber auch keine weiteren Spezifika. Also ist es einfach irgendwie ein vernarbter Soldat in seinem Waffenrock oder sowas. Ich gucke ihn das mal an. Ich gehe noch ein paar Schritte auf ihn zu. Tag, Bruder. Warte, er sah aus wie Kamortgarde, nur halt in. Ja, also du kannst ihn auf alle Fälle erkennen, das ist ein Kamortgarde, ist vernarbt und soldatische Züge, hohe Körperkraft und so. Also ja, das ist irgendwie ein Kamortgarde ist. Ach, Bruder. Bruder, er nickt dir einmal zu, tippt sich an die Stirn. Setzt euch. Danke. Dann setze ich mich und je nachdem, was die Söldner machen, weise ich ihnen dann mit der Hand auch nochmal nachdringlich, dass sie doch Platz nehmen sollen. Ja, die haben sich dann hingesetzt und sind wohl erstmal froh, dass sie runter sind von diesem Platz. Du hast jetzt Rodrigo bzw. Obergefreiten Aurelios jetzt alleine gelassen, zusammen mit Ephadaios, aber die werden schon wissen, was sie tun. Und dann setzt du dich eben zu deinen Leuten, ihr seid alle so ein bisschen hungrig. Wie gesagt, ihr seid den halben Tag durch den Wald gerannt, durch den Dschungel. Und jetzt mit so einer leckeren Soße und dem Geruch nach frisch gebratenem Fleisch, nichts irgendwie maraskanisches mit Reis oder irgendwie komischen Reiswein oder so. Also das ist echt, echt gutes Essen so. Und nach ungefähr einer Minute wird dir dann auch ein Holzteller mit Fleisch rübergeschoben, kurz angebraten, noch ein bisschen blutig. Und Besteck liegt natürlich auch noch irgendwie da rum. Die Söldner und Soldaten schauen dich an, also deine Leute schauen dich an und warten auf ein Zeichen von dir. Da die Kamotgarde in Manieren jetzt nicht so bewandert ist, fange ich einfach an zu essen. Wenn sie mich dann immer noch angucken, nach dem zweiten Bissen sage ich, ja macht, guckt mich nicht so an. Wird euch schon nicht umbringen. Zen-Schärfe von Brindigian und Jalan. Jalan, ist doch was? Brindigian fragt ihn mal, was gibt's denn, Bruder? Sieht gut aus. Hätte ich gar nicht erwartet hier im Dschungel. Fleisch ist die Antwort. Sinnenschärfe. Geschafft. Geschafft. Kochen, Leute. Brindigian. Ihr könnt sehen, dem einen, also auf deine Aufforderung wird dann auch angefangen zu essen. Du hast gerade dabei, warst gerade dabei zu schneiden und auch Brindigian sieht es dann auf seinem Teller und auch auf dem von Jalan. Da sind wohl noch ein paar Haare auf dem Fleisch, sodass ihr dann kurz zögert. Potro neben dir wird dann ein bisschen herumkauen, ist wohl ein bisschen zäh. Er kommentiert das auch nur mit dem vollen Mund. Schmeckt wie Hühnchen. Aber nimm dich nicht, dass es gleich wieder rauskotzt. Den ganzen Tag marschieren auf leeren Magen. Ja, was macht ihr mit den Haaren?
Pferden runter? Drumherum schneiden? Pferden runtergenommen, oder? Nee. Ja, das sind nur die ersten Schichten, einfach abschneiden. Wir sind richtig harte Typen, hier wird nichts abgeschnitten. Ja, der Koch kommentiert das Ganze noch, gepökelt oder gekocht, wir verputzen hier ein Kilo Fleisch wie nichts. Maraskan macht hungrig und schneidet sich dann so ein Stück Fleisch noch aus der Pfanne. Ja, und isst es dann gleich von da aus. Ja, vor allem, wenn man bei dem Wetter marschieren muss. Aber muss man aufpassen. Und wenig trinkt, den ganzen Tag am Laufen und am Latschen ist auf leeren Magen. Ah, ich kippe auch gleich um und fange dann auch an zu essen. Aurelio, was machst du? Ja, die Sklaven haben zu Ende geladen. Dann wird Aurelio die Sklaven wieder zurückbringen. Sonst kriegt er Anschluss von seinem Feldweibel. Und dann wird er sich einfach nochmal umschauen. Wird mal gemütlich, ganz offen, gemütlich mal hier hinschlendern. Und ja, wenn hier eine Tür ist, wird er einfach mal dran vorbeischlendern. Er will einfach mal gucken, hier ist bestimmt ein Fenster irgendwo. Will mal so irgendwie da reingucken, aber ganz offensichtlich da reingucken. Also sogar mal den Kopf da reinstrecken. Moment, die Schmiede. Die Vorverhüttung des Enduriums geschah bereits hier im Lager und das kostbare magische Metall und das lästige Gold wurde so also dann in dem fensterlosen Steinbau, also ist es fensterlos, müsstest du dann die Tür aufmachen, aber das kannst du dann eben auch machen, es gibt keine Wache, die davor steht, gelagert, bis es dann früher einmal im Jahr abgeholt wurde. Das L-förmige Gebäude, grob 8x12 Schritt im Messende, beherbergt nicht nur zwei Schmiedeessen für die tägliche Arbeit, sondern auch und vor allem zwei Schmelzöfen und eine Destillationsanlage sowie ein kleines alchemistisches Labor. Ebenfalls im Raum stehen eine Pumpe, mehrere Werkbänke und Regale voller Werkzeug sowie für Schmiede- und auch Tischlerarbeiten. Ein großer Abfluss führt in ein Rohr, und aus dem kann man das Rauschen eines Gebirgsbaches hören, was irgendwo unter dir dann verlaufen muss. Also hier, das ist ein gutes Labor, beziehungsweise eine gute Schmiede. Wenn die in der Stadt wäre, dann wäre das echt hochklassig. Aber hier liegt ein bisschen Staub dann auch drauf, also wirklich Arbeiten. Hier werden keine Arbeiten mehr verrichtet, zumindest seit in letzter Zeit nicht. Dann zieht Aurelio den Kopf wieder aus der Schmiede raus und läuft einfach weiter, wie als wenn er was gesehen hätte, was ihn nicht wirklich interessiert. Und macht das Ganze hier nochmal, was er da auch gemacht hat. Jo. Anscheinend sucht er wohl die Küche oder so, hat vielleicht nicht richtig zugehört und ja, von Haus zu Haus hangelt er sich jetzt so ein bisschen. Ja, in deinem Rücken kannst du sehen, wie Ephadaios sich wohl kurz mit den anderen unterhalten hatte. Die werden sich dann verabschieden von ihm und gehen wieder zu den Affen, die dann da wieder mit Messern bewaffnet aufeinander losgehen und einige Münzchen, die jetzt da den Besitzer wechseln. Du hörst es noch einmal quieken und dann liegt einer für tot auf dem Boden. Die Kommandantur. Das einstöckige Gebäude misst etwa 8x10 Schritt und ist eine große Wachstube. Es gibt ein kleines Schreibzimmer und einen Schlafraum. Es gibt noch eine Treppe nach unten in einen Keller. Aber da müsstest du dann halt runtergehen. In dem Raum gibt es ein paar zerbrochene oder zerschlagene Möbelstücke. Und sowas wie ein Teppich, einen schweren Schrank. Schreibstube mit ein paar Karten von der Insel und ja, so Sachen. Das Ganze will er noch jemand machen, will ja auch mal reingucken, was das für ein Gebäude ist. Ja, während du dann gerade aus der Tür der Kaserne rauskommst, kannst du sehen, wie Osko sich dir nähert und dann ziemlich direkt auf dich zutritt. Du blickst dich nochmal oben nach links, nach rechts, nach hinten. Es ist sonst keiner da. Dann tritt ich auch einen Schritt auf dich zu. Ja. Ey, du, kannst du schreiben? Etwas, warum? Komm mal mit. Alles klar.